Pock, der Briefvogel. Und jetzt du, Pock. Das ist aber schade, der arme Pock. Das macht doch nichts, Pock. Ich dreh sie um. Hallo? Hallo? Ich hab's per Mail und übers Handy versucht und das Festnetz funktioniert auch nicht mehr. Ja, ich weiß. Ich denke, das liegt an dem Schneesturm von gestern Nacht. Der Schneesturm hat ja alles lahmgelegt. Na, wundervoll. Ich wollte Zelda und den Rest der Familie morgen zum Essen einladen. Ach, ich denke, dass die Leitungen morgen alle wieder funktionieren. Ich hoffe, du hast recht. Oma, wie ist es denn früher gegangen, als es noch kein Telefon gab? Ohne Telefon ist man auch gut zurechtgekommen. Hm. Die Leute haben Briefe geschrieben. Ja, aber es gab auch andere Wege der Kommunikation. Zum Beispiel Rauchsignale und Trommeln. Und den Fernschreiber. Ach, und dann gab es noch Brieftauben. Was waren denn Brieftauben? Ganz einfach. Diese Brieftauben waren darauf trainiert, Nachrichten zu übermitteln. Ja, sie waren sehr schnell und auch zuverlässig. Aha. Pock, du wärst ein absolut toller Briefvogel. Ich glaube, Pock sieht das ganz genauso. Aber er müsste vorher vielleicht noch trainiert werden. Ist gut, wir können ja gleich damit anfangen. Aber dafür braucht er ein kleines Täschchen, um die Briefe zu transportieren. Die sind nur auf deine Tasche neidisch, die du von Oma hast. Alles klar, Theo. Ich bin bereit. Flieg los, Pock. Hallo. Hallo, Elsie. Wenn du den Brief bekommen hast, hüpf dreimal. Zuerst auf einem Bein und dann einmal mit beiden. Gut gemacht, Pock. Theo, was spielt ihr denn? Wir üben gerade mit Pock, Nachrichten zu überbringen. Weißt du, so wie früher die Brieftauben. Das finde ich toll. Kann ich mitmachen? Natürlich kannst du. Und nun versuchen wir es mal mit einer größeren Entfernung. Ja. Also, Elsie, du gehst jetzt wieder nach Hause und ich schicke dir eine Nachricht. Ist gut. Und Pock, du hast jetzt einen neuen Auftrag. Hattest du denn nicht vor, mit Theo zu spielen? Mach ich doch. Ich warte gerade hier auf eine Nachricht von ihm. Aber das Telefon funktioniert doch nicht. Ja, ich weiß. Na siehst du. Wen haben wir denn da? Das ist ja Pock. Ja, er bringt mir eine Nachricht. du bist meine allerbeste Freundin. Das finde ich großartig. Ihr habt ja eine ganz raffinierte Art, miteinander zu kommunizieren. Ja, und nun schreibe ich ihm meine Antwort. Hat irgendjemand von euch Lust, mir beim Schneeräumen zu helfen? Ja, ich helfe dir sehr gern. Oh. Hier, sieh mal, eine Antwort von Elsie. Pock weiß ganz genau, wie man Nachrichten übermittelt. Ah, weißt du was? Ich habe da eine Idee, Theo. Könnte Pock vielleicht Zelda und Safi eine Nachricht von mir überbringen? Ich möchte sie morgen Abend zum Essen einladen. Pock, würdest du denn den Weg zu Onkel Safi finden? Zu seinem Laden? Gut, wo ist die Einladung? Ah, nun seht doch mal. Wir haben eine Nachricht von Theo bekommen. Was denn für eine Nachricht? Also hier steht, dass wir zum Essen eingeladen werden. Das ist ja nett. Yippie! Zum Mittag oder zum Abendessen? Oh, das steht hier gar nicht. Ich werde nachfragen. Hey, Pock
ist wieder da und er hat eine Nachricht dabei. Was schon? Oh, du bist ja wirklich schneller als der Wind. Hm. Onkel Zafir möchte wissen, ob sie mittags oder abends kommen sollen. Das habe ich gar nicht dazu geschrieben. Wie dumm von mir. Sie sollten abends kommen. Ach, ich würde sagen, so um 19 Uhr. Das werde ich schreiben. Ich schicke gleich noch eine Nachricht. Ach, ob Pock meine Einkaufsliste zu Mr. Zoe fliegen könnte? Dann kann er mir die Sachen ja morgen mitbringen. Kein Problem. Oh, oh je, es fängt schon wieder an zu schneien. So werden Sie die Telefonleitung nie reparieren. Ja, schätze ich auch. Aber wenn man so einen tollen Boten hat, dann braucht man kein Telefon. Ah. Der arme Pock. Er ist von dem Hin- und Herfliegen ja ganz erschöpft. Aber es macht ihm auch richtig Spaß. Ach du meine Güte, ich denke, dass Opa mal wieder großen Hunger hatte. Und jetzt haben wir so gut wie nichts mehr im Kühlschrank. Das macht ja nichts. Morgen kommt doch sowieso Mr. Zoe mit der Lieferung. Aber morgen ist es schon zu spät. Wir haben doch gar nichts mehr für heute Abend zu essen. Da werde ich jetzt doch losgehen und einkaufen müssen. Aber es schneit doch schon wieder. Dann ziehe ich meine Winterstiefel an. Nein, nein, das kann Pock doch erledigen. Bitte Mr. Zoe einfach darum, die Lieferung heute zu bringen. Aber der arme kleine Pock ist doch schon den ganzen Tag hin und her geflogen. Das ist schon in Ordnung. Er kriegt das hin. Er ist wieder fit. Wie du denkst. Aber das wird dann für heute sein letzter Flug sein. Ich glaube, Pock ist kurz vorm Einschlafen. Schon wieder eine Nachricht von Theo? Sieht ganz danach aus. Hier steht, würde es vielleicht auch schon heute Abend gehen? Oh, na dann müssen wir uns jetzt beeilen. Oh ja, bitte, Mami, können wir hingehen? Schatzelein? Na ja, was spricht denn dagegen? Wir haben doch heute Abend nichts anderes vor. Gut, einverstanden. Ziehen wir uns schick an. Yippie! Das wird Mr. Zoe sein und wie immer ist er pünktlich. Oh. Hallo! Hallo! Also ich muss schon sagen, das ist wirklich eine clevere Idee, durch Pock eine Einladung zu verschicken, meine Liebe. Ich hatte euch noch gar nicht erwartet. Verzeihung, ja, ich weiß, wir sind ein bisschen früh dran. Einen Tag zu früh. Nach der zweiten Nachricht, die Pock gebracht hat, haben wir uns beeilt. Tja, wisst ihr, es ist nur so, es ist ja schon 19 Uhr, wie die Zeit vergeht. Und was tun wir jetzt? Wir haben nichts mehr zu essen im Haus und drei hungrige Gäste. Ich denke, dass Pock einfach nur die Adressen verwechselt hat. Das ist meine Schuld. Ich habe es ihm nicht richtig erklärt. Nein, das ist nicht deine Schuld. Das war viel zu anstrengend. Ich hätte selbst einkaufen gehen sollen. Und was wollen wir jetzt tun? Pock muss noch mal zu Mr. Zoe. Ich denke, dass er sich das nicht noch mal zutraut. Hey, Pock! Hast du Angst, dass noch mal was schieflaufen könnte? Also hört zu, ihr kümmert euch um die Gäste und ich gehe jetzt einkaufen. Es ist zu spät. Mr. Zoe macht den Laden in 5 Minuten zu. Ach komm schon, Pock, das kriegst du hin. Du bist wirklich ein super Briefvogel, findet ihr nicht auch? Ja, das sehen wir genauso, Pock. Ja, wir machen doch alle mal Fehler. Aber so konnten wir endlich mal den Laden aufräumen, weil das Telefon nicht dauernd geklingelt hat. Dadurch kamen keine Bestellungen. Ihr könnt von Glück reden, dass ihr eine Brieftaube habt. Sowas könnten wir auch gut brauchen. Guten Abend. Hier ist die Lieferung, um die mich Pock gebeten hat. Oh ja, ich danke Ihnen vielmals, Mr. Zoe. Sie haben uns den Abend gerettet. Nein, das war Pock. Als er angeflogen kam, wollte ich gerade schließen. Ich finde euren kleinen Freund einmalig. Ich auch. Denn noch nie gab es einen Briefvogel, der so schnell war. Hab ich recht, Pock? Es
gab auch noch nie einen, der so müde war. Theo, das Verkaufsgenie. Wir beide freuen uns wirklich sehr, dass du da bist, während deine Eltern einkaufen sind, Theo. Und genießt du denn auch die Schulferien? Oh ja, allerdings, Onkel Zaphir. Ich freue mich schon so auf Weihnachten. Ihr habt so viele neue Sachen hier. Ja, viel zu viele neue Sachen. Wir wollen den Laden so leer wie möglich haben, weil wir nämlich noch renovieren müssen. Nicht wahr, Schatz? Ja, und wir wollen uns neue Fenster und einen neuen Boden anschaffen. Deswegen müssen wir auch so schnell es geht die Weihnachtsartikel verkaufen. Nur leider fliegen unsere Sachen nicht von allein aus den Regalen. Nicht mal der Plastikschnee hat ja jemanden reingelockt. Wir haben in der Schule darüber gesprochen, wie man verkauft. Vielleicht kann ich euch helfen. Das macht Spaß. Also mir macht das ja überhaupt keinen Spaß. Ich spiele lieber mit Britney Chantal. Ja gut, dann mach das, mein Schatz. Nun, Theo, was können wir hier im Laden tun? Ihr solltet den Baum vielleicht näher an die Tür stellen. Dann sieht man ihn besser von draußen. Was hältst du davon, Tante Zelda? Oh ja, die Idee ist wirklich ganz wunderbar, Theo. Das finde ich nicht, Mami. Im Fenster würde er sehr viel besser aussehen. Da drüben. Aber Zinja, du wolltest hier doch gar nicht mithelfen. Jetzt will ich aber doch. Oh, da freue ich mich. Also, wir sollten Theos Idee mal ausprobieren. Du willst doch auch, dass die Kunden den Baum von draußen sehen, nicht wahr, mein Schatz? Ja, aber den können sie doch auch sehen, wenn er im Fenster steht, oder? Papi, was meinst du denn? Ja, das ist wirklich wahr, mein kleiner Liebling. Aber die Tür ist, Wir stellen ihn erstmal an die Tür. Ich möchte das gern versuchen. Okay. Gut, wir können es ja ausprobieren. Das ist ein ganz wunderbarer Platz für unseren Weihnachtsbaum. Aber im Fenster würde er viel schöner aussehen. Hey, hallo, Opa. Hallo. Hallo. Guten Tag. Wisst ihr, ich war gerade einkaufen und wollte nur mal schnell sehen, wie es euch so geht. Mama und Papa kommen auch gleich vorbei. Gut, aber sieh doch mal, wir haben den Baum umgestellt, damit die Leute ihn von draußen sehen. Ja, und da steht er ausgezeichnet. Ja, das war Theos Idee. Dadurch werden bestimmt noch mehr Kunden hier reinkommen. Ich verstehe. Der Verkauf läuft momentan nicht so gut und wir müssen den Laden unbedingt leer kriegen. Wir wollen hier nämlich noch renovieren. Hat jemand Vorschläge? Jede gut gemeinte Idee ist erwünscht. Ich glaube, dass das Licht verändert werden sollte. Dann würde die Ware viel besser zur Geltung kommen. Gute Idee, Opa. Ein paar von den Weihnachtsartikeln könnten wir ja auch ein bisschen näher an die Tür legen. Das hört sich gut an. Versuchen wir es. Dann würde unser Laden auch gleich viel festlicher aussehen. Sieht hier alles sehr viel festlicher aus. Ho, ho, ho. Und jetzt können wir nur noch hoffen. Wir haben vor einer Ewigkeit alles schön umgeändert. Und was haben wir bis jetzt verkauft? 2 Karten. Na, dann werden wir uns jetzt mal beratschlagen, wie wir es schaffen können, ein paar mehr Kunden in den Laden zu locken. Wir bieten jedem Kunden was zu trinken an. Die Idee ist nicht übel. Einkaufen macht müde, da tut ein warmer Fruchtpunsch immer sehr gut. Wir können ihnen ja auch was zum Knabbern anbieten. Ja, ein bisschen Obst und ein paar Möhren, das schmeckt und ist gesund. Noch eine gute Idee. Und wie wär's mit einer Tombola? Suchen wir mal Preise aus. Diese Vase wäre doch ein richtig schöner Preis. Und diese Schüssel auch. Nein, Vorsicht. Die sind ein bisschen zu wertvoll, um sie zu verschenken. Aber ich habe da eine Vase aus der letzten Saison. Wie wär's damit? Die ist hübsch. Ja. Oh ja.
Soll ich euch was sagen? Ich habe sogar noch ein paar Lose von der Tombola, die wir im letzten Sommer auf dem Schulfest veranstaltet haben. Wisst ihr noch? Hervorragend, dann wollen wir mal anfangen. Wir haben viel zu tun. Entschuldige, ich konnte mich echt nicht zurückhalten. Das verstehe ich. Tante Zelda hat das mit diesen kleinen Häppchen sehr gut gemacht. Hey, mit der Dekoration sieht das richtig schön aus. Ja, und durch die selbstklebenden Schneeflocken auch festlich. Ausgezeichnet, ihr zwei. Sehr weihnachtlich. Mhm. Ach, immer noch keine Kunden. Wenn kein Kunde kommt, hat sich unsere Arbeit hier ja gar nicht gelohnt. Ich weiß, was wir machen. Komm mal mit, Opa. Also, wenn die Kunden nicht zu uns in den Laden kommen, dann gehen wir raus zu ihnen. Ah, ich verstehe. Gute Idee, Theo. Hallo, Mrs. Zolli. Hallo, Theo. Möchten Sie vielleicht eine Kleinigkeit essen? Und einen warmen Fruchtpunsch haben wir auch. Oh, recht herzlichen Dank, Theo. Der ist ja köstlich. Wir haben übrigens neue Sachen in der Zee-Boutique. Zum Beispiel viele Weihnachtsartikel. Sehen Sie sich doch mal um. Ja, das mache ich gern. Meine Güte, Sie haben hier aber wirklich sehr schöne Sachen im Laden. Ich nehme ein paar von diesen Karten und diese Dekoration. Ich werde die Sachen für Sie einpacken und Sie dürfen Ihr Gratislos nicht vergessen. Ja, danke schön. Man weiß ja nie. Vielleicht ist das ja heute mein Glückstag. Ich würde sagen, dass uns hier jetzt nur noch festliche Musik fehlt. Genau. Stellen wir doch die Lautsprecher da vor die Tür. Dann können die Leute, die vorbeigehen, sie hören. Dann werden sie vielleicht reinkommen. Eine blendende Idee. Ja, ich glaube auch, dass das funktioniert. Das könnte gehen. Hallo! Hallo! Hallo, guten Tag alle zusammen. Wir haben die Musik gehört und da wollten wir doch gleich mal sehen, was hier los ist. Sehr schön, wir haben gerade neue Ware für die Weihnachtszeit bekommen. Ja, und deswegen wollen wir gern, dass sich das alle Leute mal ansehen. Ich habe hier einen warmen Fruchtpunsch und der ist gratis. Ah, der ist wunderbar. Ja, der ist lecker. Kommen Sie bitte rein, Mr. Zoe. Und du natürlich auch, Zack. Hier im Laden gibt es eine Menge zu sehen. Oh ja! Hier, sieh dir mal die Karten an. Ich finde, die sehen wunderhübsch aus. Oh ja, das finde ich auch. Die sind sehr schön. Von den Karten hätten wir gern einige. Das sind tolle Geschenke für meine Neffen. Du meine Güte, Liebling, das läuft großartig. Mhm. Hör mal zu, lass uns die Tombola gleich starten. Der Laden ist doch gerade so schön voll. Gute Idee. Hallo? Darf ich um Aufmerksamkeit bitten? Unsere Tombola startet in Kürze. Würdest du das hier übernehmen? Ja, natürlich. Und unser Gewinnlos hat die Nummer... Die Nummer 15. Hm. Ich hab die 15. Das bin ich, Simon Furaster. Ich hab gewonnen, ja! Und hier ist der Preis, mein lieber Freund. Das ist ja so aufregend. Ein sehr schönes Geschenk für meine Tante Sophia. Sie mag rot. Das ist ja herrlich. Und jetzt kaufen Sie bitte alle schön fleißig ein. Alle Weihnachtsartikel müssen raus. Ich würde sagen, das haben wir sehr gut gemacht. Oh ja, da hast du völlig recht.
Das war eine gute Zusammenarbeit. Wir haben dafür gesorgt, dass die Handwerker sehr viel Platz haben. Ja, wenn wir in den Weihnachtsferien zumachen, fangen sie gleich an. Ich danke euch. Das hat uns doch Spaß gemacht. Und wisst ihr was? Wenn ich groß bin, werde ich auch einen Laden aufmachen. Der heißt dann Cine Boutique. Ihr beide habt wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Genau wie du, Opa. Ja, wir würden euch drei auf der Stelle für eure tollen Verkaufsideen anstellen, wenn das möglich wäre. Sinja und ich würden aber vorher gerne noch die Schule beenden. Theo und die Schneeverwehung. Ja, das ist schön, Theo. Und das freche Funken in den Augen deines Großvaters hast du ausgezeichnet eingefangen. Aber das war nur ein Versehen. Auf dem Bild hat eine Fliege gesessen. Und als ich sie verscheuchen wollte, habe ich aus Versehen gekleckert. Hallo, Theo. Hallo, alle zusammen. Hallöchen. Hallo, Opa. Bin ich etwa zu früh gekommen? Nein, wir sind eben fertig geworden. Dann hol mal deine Jacke, Theo. Ja, ist gut, Opa. Und deine Mama hat mich gebeten, dich auch gleich mitzunehmen, Elsie. Okay. Wo ist denn deine Mama, Zinja? Zack und Zinja bringen wir beide nach Hause. Safir bat uns, in seinen Laden zu kommen und er liegt ja auf dem Weg. Wir sind fertig. Na dann kann's ja losgehen. Das ist doch Onkel Zafirs Wagen. Wundert mich auch, dass der hier steht. Und da wir uns das letzte Mal so wunderbar in Cerbier amüsiert haben, dachten wir, warum nicht? Unser kleiner Liebling hat sich auch ganz wunderbar im Schnee amüsiert. Und sie hat sich gleich mit der kleinen Prinzessin Zotscha angefreundet. Hier ist der Pullover, den du dir borgen wolltest. Oh, ich dachte, der wäre blau. Hallo Onkel Zafir, Tag Tante Zelda. Hallo Theo. Ach, ich bin sehr überrascht, euch hier zu sehen. Zigmund und Zoraste sagten, dass... Ach du meine Güte, das habe ich ja vergessen. Ich wollte, dass sie in den Laden kommen. Zinja ist da, also macht euch keine Sorgen. Zinja, wenn sie vor dem Laden wartet, wird sie erfrieren. Du bist in letzter Zeit aber sehr vergesslich. Es tut mir wirklich sehr leid, mein Schatz. Ich habe einfach, Dann willst du den Pullover also nicht haben? Also ich denke, sie wollte den Pulli von Anfang an nicht haben. Die beiden sind doch in Wahrheit nur vorbeigekommen, um von ihrem Urlaub zu erzählen. Was, sie fahren in Urlaub? Schon wieder? Theo, wärst du so nett und würdest mal mit Opa zu Mr. Zoe gehen? Ich brauche ein paar Sachen. Ja, gern. Na, na, na. Pock, das ist kein Vogelfutter. Gut, Theo, dann wollen wir mal los. Oh, ihr wollt rausgehen? Würdet ihr den bitte für mich in den Briefkasten werfen? Na klar, machen wir. Dankeschön, Theo. Bis später, Oma. Was ist denn hier los? Ist ja nicht zu glauben. Wow, hey Opa, sieh dir doch mal den Schnee an. Es muss ja die ganze Nacht geschneit haben. Ja, das sieht ganz danach aus. Ich glaube, das wird richtig anstrengend, da durchzulaufen. Ich bin sehr froh, dass der Gehweg geräumt wurde. Sonst würden wir ja nie rechtzeitig ankommen. Aber Sie haben was übersehen. Oh ja, Theo, da hast du völlig recht. Zafir wird begeistert sein, den Schnee wegzuschaufeln, wenn er aus dem Urlaub zurückkommt. Oh. Hey Opa, hast du dir wehgetan? Nein, alles in Ordnung. Ich glaube, ich habe gerade meine Schlüssel verloren. Wirf doch schon mal Omas Brief ein und ich suche inzwischen. Hast du das auch gehört? Was war das denn gerade?
Ach, das sind sie ja. Typisch mein Opa. Hast du das auch gehört, Opa? Was denn? Hast du das Auto gemeint? Ja, wäre möglich. Vielleicht war es das, was du gehört hast. Mr. Zoe! Oh, wie schön, euch zu sehen. Verzeihung, ich habe nicht gemerkt, dass jemand gekommen ist. Ich war dabei, im Lager ein paar Regale zu reparieren. Also, was kann ich denn Schönes für euch tun? Ich habe eine Liste. Kaffee, Butter, Milch. Danke, Mr. Zoe. Bis dann. Lasst es euch gut gehen. Viel Glück mit den Regalen. Mr. Zoe kann das nicht gewesen sein. Also ich würde sagen, dass das von dort drüben kommt. Von da drüben. Lass uns doch mal nachgucken. Ich glaube, das kommt aus Onkel Zafirs Laden. Sehen wir doch mal nach. So hoch wie der Schnee liegt, gibt's da nicht viel zu sehen. Pock hat was entdeckt. Lass das doch, du solltest endlich aufgeben. Hier hört uns doch eh niemand. Wenn der Schnee so hoch liegt wie jetzt, dämpft er alle Geräusche. Dann müssen wir wohl warten, bis er schmilzt. Ich sagte aufgeben. Das habe ich doch. Da ist Zeo! Wundervoll! Hilfe! Hilf uns bitte, hier rauszukommen! Sigmund und Zoraster sind im Laden. Was siehst du? Was machen die zwei da drin? Das weiß ich nicht, Opa. Aber sie brauchen dringend unsere Hilfe. Zeo, hol uns so schnell, wie es geht, hier raus. Nur keine Sorge, ich hole Hilfe. Nein, Zeo, nicht weggehen. Na, der Junge hat uns gar nicht verstanden. Wir sitzen fest. 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 Reiß dich doch mal zusammen. Wir müssen nicht für immer hierbleiben. Höchstens so lange, bis Zafir und Zelda wieder zurück sind. Aber die werden doch eine ganze Woche weg sein. Wir sitzen fest. 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 Und dann hätte ich gern eine Dose Erbsenpüree, Mr. Zoe. Das ist mein Lieblingsgericht, wissen Sie? Mr. Zoe, könnten Sie uns vielleicht zwei Spaten leihen? Ja, natürlich. Weil könnte ich... Weil Sigmund und Zoraster in Zafirs Laden festsitzen. Oh. Aber was haben die beiden denn da zu suchen? So viel ich weiß, sind Zafir und Zelda verreist. Sind sie ja auch. Hier, bitteschön. Danke, Mr. Zoe. Gern geschehen. Tschüss. Bis dann. Oh, jetzt haben sie ihren Kopf vergessen. Ach, wenn der kleine Zeo verstanden hätte, was wir ihm zugerufen haben, dann wären wir hier längst schon raus. Oh! Was ist? Ich hatte ein kleines Stück Schokolade in der Tasche. Aber es ist geschmolzen. Oh nein! Was ist das? Der Lärm wird über unseren Köpfen einstürzen. Oh Mann. Wie schön, das kann doch gar nicht wahr sein. Wir sind ja gerettet. Zeo! Ich weiß, warum ich das kleine Zebra so lieb hab. Unser Held. Hm.
Tja, und als Zafir uns gebeten hat, auf den Laden aufzupassen, während sie weg sind, haben wir natürlich zugesagt. Gestern Abend sind wir nicht mehr rausgegangen. Über dem Laden haben sie eine hübsche Wohnung. Sehr hübsche. Eine sehr hübsche, ja. Als wir heute Morgen aufgewacht sind, da waren wir auf einmal, wie soll ich sagen, da waren wir völlig eingeschneit. Und wäre Zeo nicht vorbeigekommen. Also ich glaube, jetzt wäre ein Tässchen Kaffee genau das Richtige, oder? Oh, ja, das wäre wirklich... Zebra! Mäßig toll. Oh. Was ist denn? Wir haben ja unseren Einkaufskorb bei Mr. Zoe vergessen. Den Kaffee und einfach alles. Dann komm mal mit, Opa. Hol deine Jacke.